bin Jörg-Jürgen Leitring, Geschäftsführer der D-Connex GmbH aus Hamburg. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Building Information Modeling, also mit der BIM-Methode, unterstützen da Unternehmen, Bauherren, Planer, ausführende Unternehmen, um das Thema BIM zu integrieren. Und 2016 sind wir angefangen, mit Navis zusammenzuarbeiten, haben die Technologie kennengelernt und daraufhin Use Cases entwickelt, um das ganze Thema digitaler Zwilling aufzubauen. Das Beispiel der Polarstern ist so ein Beispiel, wo man weltweit sehen kann, wie intensiv der Navis Viewer genutzt werden kann. Wir haben mittlerweile über 2.500 Zugriffe auf dieses Modell. Wir waren für das Scanning auf Las Palmas im Hafen. Wir haben geplant 4 Tage, haben dafür dann im Endeffekt aber nur 2.5 Tage gebraucht und waren dann im Prinzip nach circa 4 Wochen so weit, dass wir das Modell dann online verfügbar hatten. Wir haben in diesem Projekt zu 80% den Navis-Trolley genutzt, um das Schiff zu digitalisieren. Im Vorfeld hatten wir in der Planung ungefähr mit 50% gerechnet. Aber durch den M6-Trolley, durch die Wendigkeit und durch die Möglichkeiten, den Kopf im Prinzip zu senken, haben wir dann doch geschafft, die 80% des Schiffes damit zu digitalisieren. Die anderen 20% haben wir dann mit einem TLS-Scanner durchgeführt und diese Daten dann auch tatsächlich im Viewer zusammengeführt. Auch die TLS-Scans bieten uns mittlerweile die Möglichkeit, über E57-Dateien die Panoramabilder anzuzeigen und auch sauber in der Viewer dann zu navigieren. Und das funktioniert super. Wir haben gute Erfahrungen gemacht und das Modell, wie gesagt, 2.500 Zugriffe ist, denke ich, schon eine gute Hausnummer. Und das sind nur Forscher, die auf dieses Modell zugreifen. Im Moment ist die Polarstern im Nordpol eingefroren. Das bedeutet, für ein Jahr ungefähr gibt es keinen Zugang für Forscher, sondern es gibt Forscher, die sind das ganze Jahr oder mehrere Monate auf See in diesem Forschungsschiff. Und andere Forscher haben die Möglichkeit, dann im Prinzip von außerhalb auf das Schiff zuzugreifen, durch den digitalen Zwilling zu laufen, ihre Objekte zu planen und in dem Modell zu messen.